Also wir würden heute in dir aufzeigen, wie wir mit einem Junghund arbeiten. Und wir werden dann mit einsatzfähigen Hunden noch eine kurze Übung zeigen auf eine vermisste Person und auf einen vermissten Gegenstand. Mein Name ist Meier Marcel, ich bin Fachleiter Hunde von der Alpinen Rettung Schweiz. Und wir befinden uns hier auf dem Gemstock, auf knapp 3000 Meter. Das Loch tun wir pudeln, dass wir mit den Hunden auch eine Übung machen. Das Loch wird etwa 2 Meter breit, 80 cm hoch und 80 cm tief. Das Ganze ist aufgebaut auf einem Phasensystem. Es gibt eine Phase 1, da wärst du jetzt der Hundeführer. Und ich bin der Klassenlehrer. Dort bauen wir eine Höhle bauen miteinander. Und du gehst in die Höhle rein. Das Loch bleibt offen. Ich hebe den Hund und schicke den. Der Hund wird zu dir kommen. Das ist die Phase 1, dass der Hund lernt, in ein offenes Loch hineingehen. Dann kommt die Phase 2. Ich nehme wieder den Hund. Du gehst wieder ins Loch rein. Und der Helfer tut das Loch zupuddeln. Also schliessen. Ich schicke dann den Hund. Und der will ja zu dir kommen. Und dann lädt der Hund das erste Mal scharren. Und kommt rein und verliert Belohnung über. Das ist die Phase 2. Dann kommt Phase 3. Dann nehmen wir eine Fremdperson. Du gehst ins Loch wieder, hinten dran. Und die Fremdperson ist vor dir. Und ich habe immer noch den Hund. Schicke den Hund. Also ich mache zu. Schicke den Hund. Und dann kommt der Hund das erste Mal auf eine Fremdperson. Dann kommt die vierte Phase. Dann bist du als Hundeführer, du hast das erste Mal mit deinem Hund selber arbeiten draussen. Die Fremdperson, die in der dritten Phase ein Loch ist, geht wieder rein, allein, es wird zugemacht. Du schickst den Hund und dann sollte der Scharren reingehen. Und dann wird ihnen gespielt, das wird ihnen beschäftigt, das wird ihnen gelobt. Und schaut, dass er immer im Loch bleibt, bis du nachher auch vorne im Loch bist. Du freischaufeln, du hast im Hund rufen und nimmst ihn nachher raus. Und gehst schon weg vom Arbeitsplatz. Das Training ist aufgebaut aufgrund der Ernsteinsätze, die man gemacht hat oder vom Glück, die passiert sind. Mit solche Beispiele nehmen wir als praktische Übungen, dass wir eins eigentlich Aufgaben geben können, die passiert sind, dass die Leute, wir die können auf die Ernsteinsätze vorbereiten, die Hundeführer. Das ist sehr wichtig, weil es kann auch Verwirrungen geben, dass Aussagen rum sind, die nicht stimmen. Und dass man sich das Spiel anlehren kann, oder das Theater. Oder? Hallo? 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 Wie geht's? Wie geht es so? Was hast du? Wer bist du? Ein bisschen verklemmt da. Wann ist es passiert? Ich habe nicht auf die Tür geschaut, so lange. Was hast du da oben gemacht? Wir haben die Sprengarbeit haben wir gemacht, oben. Ja. Was heisst mir? Wie lange bist du? Ja, es hat mir einen rufen, aber der ist dann auch gegangen. Und wo ist der hin? Ja, wieder runtergefahren, ein Pistenfahrzeug. Ah. Als absolute Minimum ist für mich natürlich gut vorbereitet. Hat man zum Beispiel auch einen Wetterumschlag zu erwarten, dementsprechend Kleidung alles zusammen, auch Notproviant, Getränke. Und sehr wichtig natürlich ein Lawinenverschüttungssuchgerät, eine Sonde und eine Schaufel. Das Schönste ist, wenn wir eine Bergung machen können und hoffentlich natürlich eine Lebendbergung, dass wir ein Leben wieder schenken können. Und schon die Gewissheit, dass wir die Person, wenn sie leider verstorben ist, dass wir die Gewissheit schenken können, die Angehörigen, sie ist da und wir haben sie gefunden.